12. September, die Hochzeit soll binnen 3 Wochen stattfinden. 19. September, ich war eine Woche in New York, um einige geschäftliche Dinge zu erledigen. Gestern bin ich zurückgekommen. Ich stelle fest, dass hier alle über unsere Verlobung reden. Esther sagt, man habe schon vor einem Monat darüber geredet und es herrsche allgemein Enttäuschung darüber, dass ich nicht reich sei. Ich sehe wirklich nicht ein, warum andere enttäuscht sein sollen, wenn du es nicht bist, sagte ich. Ich weiß nicht, ob du reich bist oder nicht, sagt Esther, aber ich weiß, dass ich es bin. Tatsächlich. Mir war nicht bewusst, dass du über ein eigenes Vermögen verfügst und so weiter und so weiter. Diese kleine Posse wiederholt sich jeden Tag in irgendeiner Form. Ich gebe mich ganz dem Müßiggang hin. Ich rauche eine Menge und lungere die Hände in den Taschen den lieben langen Tag herum. Ich bin befreit von jenem unbeschreiblichen Überdruss endlosen Gebens, den ich noch vor 6 Monaten empfunden habe. Damals wurde ich des Familienschmucks beraubt und ich habe beschlossen, dass jedenfalls diese Verlobung nichts mit Gelddingen zu tun haben wird. Meine poetischen Vorstellungen wurden schon einmal enttäuscht. Das wird mir kein zweites Mal passieren. Ich glaube, diese Gefahr ist nicht groß. Esther gibt mit vollen Händen Geld aus. Sie kümmert sich eifrig um ihre schlichte Aussteuer, zeigt mir voller Triumph einige ihrer Einkäufe und macht ein großes Geheimnis um andere, von denen sie immer nur als Tischtücher und Servietten spricht. Gestern Abend sah ich, wie sie Knöpfe an ein Tischtuch annähte. Ich hatte schon eine Menge über ein gewisses graues Seidenkleid gehört. Und heute Morgen kam sie angetan mit diesem Kleidungsstück zu mir. Es ist mit Samt besetzt und hat Rüschen, eine Schleppe und überhaupt alle modischen Extravaganzen. Nur eins spricht dagegen, sagt Esther, während sie vor dem Spiegel in meinem Atelier hoheitsvoll auf- und abschritt. Ich fürchte, es ist zu vornehm für uns. Bei Gott, ich werde dich darin malen, sagte ich, und ein Vermögen damit machen. Alle anderen Männer, die hübsche Frauen haben, werden sie herbringen, um sie malen zu lassen. Du meinst all die Frauen, die hübsche Kleider haben, sagte Esther mit großer Bescheidenheit. Unsere Trauung ist auf den nächsten Donnerstag festgesetzt. Ich sage zu Esther, unsere Trauung werde so bescheiden, unsere Ehe dafür aber so erfüllt wie möglich sein. Lediglich ihr Vater und ihre gute Freundin, die Schulleiterin, werden zugegen sein. Mein Geheimnis belastet mich beträchtlich, aber ich habe beschlossen, es bis zu den Flitterwochen zu bewahren. Dann erledigt es sich vielleicht von selbst. Ich werde von der unheilvollen Ahnung verfolgt, die ganze Sache wäre affaire, käme Esther jetzt dahinter. Ich habe Zimmer in einem 10 Meilen entfernten romantischen kleinen Seebad namens Clifton reserviert. Im Hotel halten sich kaum noch Leute aus der Stadt auf. Wir werden also fast allein sein. 28. September. Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier. Die kleine Zeremonie in der Kirche ging reibungslos vonstatten. Mir tut der Kapitän aufrichtig leid. Wir sind gleich danach hierher gefahren und in der Dämmerung im Hotel angekommen. Es war ein unwirtlicher, trüber Tag. Wir haben 2 schöne Zimmer nahe der stürmischen See. Dennoch fürchte ich, einen Fehler gemacht zu haben. Es wäre vielleicht klüger gewesen, ins Landesinnere zu gehen. Diese Dinge sind nicht unwesentlich. Wir schaffen uns unseren eigenen Himmel, aber nur selten unsere eigene Erde. Ich schreibe an einem kleinen Tisch am Fenster und schaue auf die Felsen, die einbrechende Dunkelheit und den aufsteigenden Nebel hinaus. Meine Frau ist zu dem Felsplateau vor dem Haus hinunterspaziert. Ich kann sie von hier aus sehen, barhäuptig, das alte karminrote Umschlagtuch um die Schultern und im Gespräch mit einem der kleinen Jungen des Gastwirts. Sie hat dem kleinen Kerl gerade einen Kuss gegeben, die gute Seele. Ich erinnere mich, dass sie mir einmal sagte, sie möge kleine Jungen sehr. Und mir ist in der Tat aufgefallen, dass sie ihr selten zu schmutzig sind, um sie auf den Schoß zu nehmen. Ich habe diese Seiten zum ersten Mal seit, ich weiß nicht seit wann, durchgelesen. Sie sind von ihr erfüllt. In Gedanken noch mehr als in Worten. Ich denke, ich werde sie ihr zeigen, wenn sie hereinkommt. Ich werde ihr die Aufzeichnungen zu lesen geben und mich zu ihr setzen und ihr Gesicht beobachten. Beobachten, wie sie allmählich hinter das große Geheimnis kommt. Später. Irgendwie wird es mir gelingen, dies einigermaßen ruhig niederzuschreiben, aber ich glaube kaum, dass ich noch einmal etwas schreiben werde. Als Esther hereinkam, reichte ich ihr diese Aufzeichnungen. Ich möchte, dass du das liest, sagte ich. Sie wurde ganz blass und legte das Tagebuch mit einem Kopfschütteln auf den Tisch.
Ich kenne es, ich weiß Bescheid, sagte sie. Was weißt du? Dass sie 100.000 im Jahr haben. Aber glauben Sie mir, Mr. Locksley, es schadet nichts, dass ich das weiß. Sie haben an einer Stelle in Ihren Aufzeichnungen angedeutet, ich sei für Reichtum und Prunk geboren. Ich glaube, das stimmt. Sie geben vor, Ihr Geld zu hassen, aber ohne es hätten Sie mich nicht bekommen. Wenn Sie mich wirklich lieben, und ich glaube, das tun Sie, werden Sie nicht zulassen, dass sich etwas ändert. Ich bin nicht so töricht, versuchen zu wollen, hier über meine Gefühle zu sprechen, aber ich erinnere mich genau an das, was ich gesagt habe. Was erwartest du von mir? Fragte ich, soll ich dich beschimpfen und verstoßen? Ich erwarte, dass Sie den gleichen Mut beweisen wie ich. Ich habe nie behauptet, dass ich Sie liebe. In dieser Hinsicht habe ich Ihnen nie etwas vorgemacht. Ich sagte, ich würde Ihre Frau sein. Das will ich auch, treu und ergeben. Ich habe nicht so viel Herz, wie Sie glauben, aber andererseits doch eine ganze Menge. Zu mehr als einer Täuschung bin ich nicht fähig. Du lieber Himmel, haben Sie es nicht bemerkt? Haben Sie es nicht gewusst? Bemerkt, dass ich es entdeckt habe? Gewusst, dass ich es wusste? Wir beide standen uns in nichts nach. Sie haben mich getäuscht, ich habe Sie getäuscht. Nun, da Ihre Täuschung endet, endet auch meine. Jetzt sind wir frei mit unseren 100.000 im Jahr. Verzeihen Sie aber, manchmal überkommt es mich. Jetzt können wir gut und ehrlich und treu sein. Vorher war alle Tugend nur geheuchelt. Du hast das da also gelesen? Fragte ich, eigentlich nur um etwas zu sagen, auch wenn dies seltsam erscheinen mag. Ja, während Sie krank waren. Es lag auf dem Tisch, Ihre Feder zwischen den Seiten. Ich las es, weil ich Verdacht geschöpft hatte, sonst hätte ich es nicht getan. Es war die Tat einer hinterhältigen Frau, sagte ich. Einer hinterhältigen Frau? Nein, nur einer Frau. Ich bin eine Frau, Sir. Bei diesen Worten begann sie zu lächeln. Kommen Sie, seien Sie ein Mann.